Ich und privat gut herausgekommen sind, weil sie unsere Schule besucht haben. Das eigentliche Geburtsjahr vom Team ist 1971. Damals gab es hier nur Kühe, Wiese, Obstbäume. Und es wurde abgestimmt in der Stadt, hier eine gemischte Sekundarschule zu führen. Vorher gab es nur das Ortszeit Schönau, dort waren Mädchen und Knaben. In der Stadt sonst waren Mädchen und Knaben alle getrennt. Der Name des Schulhauses war damals nicht festgelegt. Es gab Vorschlag Stephanshorn, Remisur, Kukkain. Ich bin froh, dass sich die Behörden schließlich auf ZIL geeinigt haben, auch wenn es manchmal ein bisschen Probleme macht. Wir kriegen Briefe mit sämtlichen Möglichkeiten, wie man das schreiben kann. Und wenn ihr einen Computer habt mit Autokorrektur, dann wird er das Ziel, wenn es nicht einprogrammiert, immer wieder mit IE schreiben wollen. Der damalige Vorsteher, Matthias Schlegel, wird heute Abend auch unter uns sein, der hat die Schule während 22 Jahren geführt. Vom ursprünglichen Zielteam sind noch ein paar wenige Leute hier beschäftigt. Es ist unsere Sekretärin Frau Schuster, Herr Neff, Herr Leu und ich. Verdanken wirklich Ihre Arbeit dann heute Abend vor den illustren Gästen. Herr und Frau Niederer sind ebenfalls seit 25 Jahren unsere Hauswartleute. Auswart ist nicht ein Job, das ist eine Aufgabe. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke mit Niederer, muss ich sagen, dass sie diese Aufgabe sehr gut gelöst haben. Sie haben an die gute Atmosphäre im Schulhaus einen großen Anteil gehabt. Sie waren für euch immer positiv ansprechbar. Auch wenn ihr und die anderen Schüler, die hier waren, nicht immer pflegeleicht waren. Ein ehemaliger Schüler hat mal gesagt, Schül Niederer ist der beste Hauswart der halben Nordseite. Ich werde Ihnen auch heute Abend für Ihre Arbeit in unserem Haus danken und Sie fragen, ob Sie sich denken können, wie viele Schülerinnen und Schüler, wie viele Lehrerinnen und Lehrer Sie zu betreuen haben. Es sind von der Oberstufe, anfänglich war das Schuljahr auch für Primarschülerinnen und Schüler, 2728 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, ohne die Stellvertreter zu zählen, 191. Also es ist einiges gegangen in unserem Schulhaus. Den neuen Chefhausarbeit habt ihr kennengelernt. Es ist Herr Roman Hug und seine Frau Regula. Ein zweiter Hauswart, Herr Hungerbühler, wird seine Arbeit am 1. Juli bei uns antreten. Übrigens, Herr Hug ist auch ein Zieleigengewächs. Er ist nämlich zu uns in Schule gegangen. Ein Fest in dieser Größenordnung ist eine Bewährungsprobe für Lehrerschaft, Hauswart, Sekretärin und auch für euch Schüler. Wir präsentieren uns heute vor einer Öffentlichkeit, Eltern, Nachbarn, Schulbehörden. Und ich möchte es nochmals betonen, es ist mir wichtig, dass Sie einen guten Eindruck machen. Es ist auch absolut klar, und hier werde ich absolut keine Sachen dulden, es wird durch euch weder Alkohol konsumiert noch geraucht. Ich kann euch sagen, ich werde knallhart reagieren. Wir haben bewusst in der Übli-Bar auch alkoholfreien Champagner, damit ihr wenigstens anstoßen könnt. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn ihr trinken wollt, macht das mit euren Eltern zu Hause. Ich dulde das hier nicht. Die Lehrerschaft hat für euch eine professionelle Disco organisiert. Sie hat sehr viel Geld dafür investiert, um euch mal diese Freude zu machen. Ich hoffe, dass ihr daran teilnehmen werdet und wünsche euch für das ganze Fest viel Vergnügen. Allen, die aktiv mitgeholfen haben, vor allem, ich denke an Herrn Rechschreiner, der die ganze Sache organisiert hat, ich denke an Frau Frommer, Frau Degloff, Frau Hunz, die die Zieltagesschau kreiert haben, Herr Rüegg, der sich technisch aufgearbeitet hat, ich denke an unsere Männer an den diversen Schaltpulten. Ich denke an Herrn Zizek, der die Lieder einstudiert hat. Ich denke an alle Leute, die heute Abend die Festwirtschaft mit betreuen. Ich danke euch allen sehr, sehr herzlich für euren Einsatz.
Und ich wünsche euch und uns ein schönes Fest. Danke. Always tomorrow.
der gewonnenen Abstimmung über den Neubau eines Sekundarschulhauses Ost begannen die Bauarbeiten für unsere Schule mitten im Grünen an der äußersten Peripherie der Stadt. Wir erinnern uns doch an die früheren Zeiten, als es hier nur Wiesen und Obstbäume gab. Wir fahren in unserer Tagesschau weiter mit unserem ältesten Filmdokument aus dem Zielarchiv. Tüchtige Zeugen neben Markus Neff und Heidi Niederhoff. Wer hätte sie noch erkannt? Natürlich war auch Schül Niederhoff mit dem Film. Das Resultat ließ sich sehen, fand auch Hans-Uri Bossart. Skilager haben am Ziel eine lange Tradition. Dieses hier fand 1974 in La Punt statt, in Leitung unseres damaligen Vorstehers Matthias Schlegel. Es wird Ski, alles wird Ski. Papa und Mama und Sohn. Alles wird Ski, alles wird Ski. Denn das ist unsere Passion. Es gibt halt nichts Schöneres, Juppé, als Sonnenschein, Berge und Schnee. Drum fahren wir alle Juppé, Juppé, mit unseren Brettern auf Tür. Nicht jeder kann ein Bernhard Ussi sein und will es auch nicht. Das Navi-Idol heißt John Simon. Besuchten 90% der Schülerschaft eines unserer fünf Wintersportlager. Am Abend war einiges los. Lehrer und Schüler befanden sich in Hochstimmung. Alles wird Ski, denn das ist unsere Passion. Es gibt halt nichts Schöneres, Am 8. August 1974 gab Richard Nixon, der 37. Präsident der USA, seinen Rücktritt bekannt. Wegen der unsicheren Versorgungslage auf dem Erdölmarkt erließ der Bundesrat 1974 ein Autofahrverbot für 3 Sonntage. Er verfügte ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde auf allen Autobahnen und rief im ganzen Land zum Benzinsparen auf. 1978 gab das Schweizer Volk grünes Licht für die Schaffung des Kantons Jura. Der neue Kanton wurde am 1. Januar 1979 Wirklichkeit. Nach dem überraschenden Tod von Papst Johannes Paul I., dessen Amtszeit nur etwa einen Monat währte, wurde am 16. Oktober 1978 Karol Wojtyla, ein polnischer Kardinal, zum neuen Papst gewählt. Schiitenführer Ayatollah Khomeini kehrte am 1. Februar 1979 aus seinem französischen Exil in den Iran zurück. Im Alter von 87 Jahren starb Josip Tito. Tito verfolgte in Jugoslawien den eigenständigen Weg zum Sozialismus seit der Abkehr von Josef Stalin. Am 23. November 1980 zerstörte ein verheerendes Erdbeben weite Landstriche der süditalienischen Provinzen Campania und Basilicata. Hunderte von Dörfern werden innerhalb 90 Sekunden dem Erdboden gleichgemacht. Schüler und Lehrer sammeln einige tausend Franken und beschließen, an Ort und Stelle zu helfen. In den Sommerferien 1981 reiste eine ausgewählte Schülergruppe unter der Leitung von Rudolf Hanselmann, Markus Neff, Elisabeth Furter und Esther Regloff nach San Gregorio. Wir hatten den Auftrag, mit den einheimischen Bauern Kornspeicher, sogenannte Pienili, zu errichten.
folgenden 2 Wochen arbeiteten wir ohne Pause wegen der großen Mittagssitze von 6:30 bis 12 Uhr und von 4 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Arbeiten waren sehr streng, doch alle Schüler und Schülerinnen waren mit unerhörtem Einsatz und großer Ausdauer dabei. Zusammen mit einem Architekten vermaßen wir Standorte, ebneten sie aus, pickelten und schaufelten tiefe Gräben für Fundamente, betonierten und mauerten. Auf einem zentralen Holzlagerplatz holten wir mit unseren Bussen die vorfabrizierten Elemente und bauten sie auf. Auch das Wasser musste von weit her geholt werden, damit man nach der Arbeit duschen konnte. Seit kurzem sind wir ans Internet angeschlossen. Nach den Sommerferien starteten OZ Ziel und in 2 anderen Schulen ein städtischer Schulversuch zum Internet. Bereits 1983 hatten wir in Sachen Computer die Nase vorn, dank Urs Gitterle. Computerfachleute und doch ist Computerkunde oder Informatik auf der Lehrplan unserer Schule nicht zu finden. Eine Ausnahme gibt es in St. Gallen. Tonband und Fernsehen haben 13- bis 15-jährige Sekundarschüler diese Woche erste Schritte in der Programmiersprache Basic geübt. Es ist der 4. Kurs in dieser Nacht. Die Geräte sind ausgelehnt, weil die Schulbehörde St. Gallen die 15.000 Franken für eine EDV-Ausrüstung nicht bewilligen will. Was machen die jetzt? Also, wir probieren jetzt gerade das UFO auf eine bestimmte Fläche zu landen zu bringen, oder? Programmierung, man probiert, da einprogrammieren. Und geht das? Ja, also jetzt da zum Beispiel löst es jetzt nicht alles, oder? Da haben wir jetzt probiert zu landen und die müssen wir noch rausbringen, aus dem Bildschirm raus. Computer, das ist faszinierend, also der funktioniert und man alles behalten kann. Möchtest du noch mehr darüber aus? Ja, sehr gerne, also mir gefällt es einfach. Hast du das Gefühl, du wünschst das später mal gut? Ja, also ich habe schon sicher, dass es mal braucht, weil heutzutage kann man fast nur mit dem Computer lernen. Dass die spätere Beruf oder beispielsweise eine Kantonsschule und Universitäten, dort ist schon obligatorisch, dass gebraucht wird und wir die Aufprobände auf der Volksschule das Basiswissen zu legen. Es sind erst angefangen Versuche gegangen, wie man das eventuell auch in der Volksschule machen könnte. Mein Problem ist, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann muss es plötzlich schnell gehen. Und vor dem wahnsinnig schnell habe ich Angst. Also ich möchte Zeit haben, den Computer einzuführen, ein Jahr für die Lehre und nachher mindestens ein Jahr zum mit den Schülern experimentieren, vor dem Ernstfall anfangen. Aber Sie sehen das Obligatorium gehen? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Die Hochzeit des Jahres, wahrscheinlich sogar des Jahrzehnts, fand am 29. Juli 1981 in London statt. In der St. Paul's Kathedrale gaben sich der britische Thronfolger Charles, Prince of Wales und Lady Diana Spencer das Jawort. 1983 wurden die ersten Fälle der Infektionskrankheit AIDS gemeldet. 2. Oktober 1974. Mit 124 Stimmen wurde mit der Zürcher Freisinnigen Elisabeth Koch erstmals eine Frau in den Bundesrat gewählt. Mit der Wahl von Politbüromitglied Michail Gorbatschow zum neuen Generalsekretär der sowjetischen kommunistischen Partei wurden längst fällige Generationswechsel und Kriege gezogen. In der Kernkraftanlage Tschernobyl in der Ukraine ereignete sich der bislang schwerste Unfall in der Geschichte der Nutzung der Kernenergie. Sporttag. Von den einen heißt geliebt, von den anderen meist gehasst. Während früher die Schulendprüfung die Disziplinen bestimmte, finden heute spielerische Gruppenwettkämpfe statt.
traditionellen Lehrer-Schüler-Match die Lehrer wieder einmal eine Chance. Auch für eher unsportliche Leute.
Und wir haben jetzt auch gesehen, so ist der Typ, wieso die Angst vor der Vorhaben.